Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz der Piratenpartei Niedersachsen. Wir freuen uns, Ihnen heute unser Wahlprogramm und unsere Plakatkampagne vorstellen zu können. Wer hat meine Plakate? Mein Name ist Susanne Flegel, ich bin Pressesprecherin des Landesverbandes und werde Ihnen erstmal kurz die Anwesenden vorstellen und den Ablauf erläutern. Wir werden beginnen mit Andreas Neugebauer, dem Vorsitzenden des Landesverbandes Niedersachsen. Der wird kurz ein paar begrüßende Worte sprechen. Danach werden wir von Johannes Ponada ein kurzes Statement zum Wahlkampfauftakt in Niedersachsen hören. Anschließend wird dann Meinhard Ramaswamy, der den ersten Platz auf unserer Landesliste belegt, unser Wahlprogramm vorstellen. Und danach wird Torben Friedrich, ebenfalls Listenkandidat und der kreative Kopf hinter unserer Kampagne, unsere Plakatkampagne und unseren Wahlwerbespot vorstellen. Abschließend wird dann Bernd Schlömer, der Bundesvorsitzende der Piratenpartei, noch einige Worte an Sie richten und dann werden wir Zeit und Gelegenheit haben, noch offen gebliebene Fragen zu beantworten. Wir denken, dass wir die Pressekonferenz gegen 12 Uhr beenden werden und danach haben Sie dann noch Gelegenheit für Einzelinterviews und einzelne Fotos. Ich würde dann übergeben an Andreas. Ja, sehr geehrte Damen und Herren von der Presse, hallo liebe Piraten. Ich freue mich außerordentlich, dass dieser Theatersaal hier im Faust so gut gefüllt ist. Wir haben heute etwas vorzustellen, wo wir seit Januar dran arbeiten. Immer in wechselnden Teams, teilweise kennen die Leute das, teilweise nicht. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass wir das hinbekommen, diese Kampagne bis zum heutigen Tag so weit unter Verschluss zu halten, dass wir heute tatsächlich diesen Aha-Effekt erzielen werden. Wir werden eine Kampagne fahren in Niedersachsen, die es so in der politischen Landschaft in Deutschland noch nicht gegeben hat und die es hinterher so auch nie wieder geben wird. Es lohnt sich also auf jeden Fall da zu bleiben, bis Torben Friedrich die vorgestellt hat. Ansonsten will ich jetzt hier nicht langweilen. Ich freue mich auf eine schöne Pressekonferenz und übergebe dann an Johannes. Ja, vielen Dank, Andreas. Ich freue mich sehr, dass wir hier sein können, Bernd und ich von der Bundesebene. Wir sind alle heiß auf den Wahlkampf, auf die Landtagswahl hier in Niedersachsen. Es sind tausende Piraten in Deutschland, die bereitstehen und darauf warten, hier zu unterstützen, übers Internet, online mit zu unterstützen, in ihrem Bekanntenkreis zu unterstützen und auch anzureisen. Es werden hunderte, wir wissen noch nicht genau wie viele, aber von Piraten auch anreisen hier nach Niedersachsen, die Wahlkampfhilfe mit, die hier von Niedersachsen aus organisiert wird, mit unterstützen und mit in den Wahlkampf reingehen. Und ich bin, muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr stolz auf unsere Piratinnen und Piratinnen hier in Niedersachsen. Jeder, der ein bisschen Wahlkampferfahrung hat, weiß, ein guter Wahlkampf sitzt auf mehreren Säulen und die müssen alle stark sein. Und die drei Hauptsäulen sind die Menschen, die die Kampagne, der Kampagne ein Gesicht geben, also die Kandidaten, das Programm und die Kampagne selbst, also die Motive, die Plakate, die Optik. Und all diese drei Säulen sind sehr, sehr stark. Also wir haben sehr, sehr tolle Kandidaten, auf die wir sehr stolz sein können, die für die Piraten in den Landtag einziehen wollen hier in Niedersachsen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Programm, habt ihr hier in Niedersachsen erarbeitet, mit hoher Disziplin und sehr, sehr gute inhaltliche Arbeit. Dazu sagt Meinhard nachher noch was. Und wir haben eine ganz tolle Kampagne. Du hast es gerade schon gesagt, Andreas, seit langem ist die Kampagne geplant. Wir haben sie alle unter Verschluss halten können und haben uns alle gefreut auf diesen Moment, wo die Tücher runtergezogen werden und der Aha-Effekt eintritt. Ich hoffe, er tritt ein. Und vielen Dank, dass ich bei euch sein kann. Und ich freue mich, wir haben Entzugserscheinungen schon langsam bekommen, dass wir endlich wieder in den Wahlkampf gehen können. Ja, sehr verehrte Pressevertreter, liebe Damen und Herren, Ahoi Piraten. Jetzt ist es endlich soweit, wir können unser Wahlprogramm vorstellen, hier ist es und es ist ja ein ziemlich opulentes Werk geworden und deshalb haben wir uns entschlossen, das Programm mit einigen Schwerpunkten zu versehen, die unsere Kampagne begleiten wird.
Die Piraten in Niedersachsen werden die Politik positiv verändern. Politik wird sich um Menschen sorgen. Politik wird Grundlagen für eine solidarische Gesellschaft legen. Und Politik wird wieder alle Menschen mit einbeziehen. Wir werden den Wahlkampf auf folgende Themenschwerpunkte setzen. Direkte Demokratie stärken, freier Zugang zu gesellschaftlichem Leben, Bildungsvielfalt, Energie in Bürgerhand und eine solidarische Gemeinschaft. Gehen wir mal diese Bereiche einzeln durch. Wir wollen mehr direkte Demokratie. Das heißt, Bürger sollen mehr Möglichkeiten zur Mitwirkung haben. Dazu brauchen wir einen umfassenden und freien Zugang zu Informationen. Wir wollen, dass politische Entscheidungen für jeden Bürger nachvollziehbar sind. Die Bürger sollen grundsätzlich Zugang zu allen Daten und Informationen des Landes und der Kommunen erhalten. Wir wollen Demokratie sichtbar machen. Wir wollen politische Vorgänge nachvollziehbar machen. Wir fordern deshalb nicht nur ein Informationsfreiheitsgesetz, sondern wir fordern ein Transparenzgesetz. Ein solches Transparenzgesetz wird die Verwaltung verpflichten, alle relevanten Informationen automatisch und nicht erst auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Alle Menschen in Niedersachsen sollen die Möglichkeit bekommen, an allen Sitzungen, Besprechungen, Treffen im Landtag und auf der kommunalen Ebene entweder persönlich teilzunehmen, sie in einem Online-Livestream zu begleiten oder im Nachhinein eine Aufzeichnung der Sitzung anzusehen. Denn unsere Devise ist: Wer Piraten wählt, nimmt Politik in seine eigene Hand. Auch das Parlament und die Abgeordneten müssen sich in die Karten schauen lassen. Wir werden der UN-Konvention gegen Korruption entsprechen. Diese Forderungen müssen aber ins Abgeordnetengesetz geschrieben werden. Das ist für uns so selbstverständlich wie die Tatsache, dass wir unsere Nebeneinkünfte offenlegen werden und das auch von allen anderen fordern. Es ist doch eine gute Idee, Informationen mit offenen Standards zu veröffentlichen. Jeder Bürger erhält die Möglichkeit, durch frei zugängliche Software die Informationen zu bekommen, die er benötigt. Ein freier Zugang macht Entscheidungen nachvollziehbar. Dadurch können sich die Menschen beteiligen. Damit sich die Menschen mehr beteiligen können, benötigen sie aber nicht nur Wissen und Informationen, sie müssen auch in der Lage sein, Zusammenhänge zu erkennen. Das ist nur durch eine umfassende Bildung zu erreichen. Bildung braucht Fairness und Gerechtigkeit. Daher ist es eine gute Idee, die Gesamtschule als Regelschule in Niedersachsen zu haben. Trotzdem sollen Eltern natürlich die Möglichkeit bekommen, andere Schulformen für ihre Kinder auszuwählen. Wir wollen ein Lernen in Partnerschaft zwischen Lehrern, Eltern und Schülern. Wir wollen eine von Vielfalt geprägte Schullandschaft. Es ist uns wichtig, die Schulzeit zu entschleunigen. Jugendliche müssen ausreichend Zeit für ihre eigene Entwicklung bekommen. Sie müssen dort gefördert werden, wo sie Probleme haben. Wer seine Abiturvorbereitung aber im Schnellgang machen möchte, soll auch dafür Gelegenheit haben. Jeder soll freien Zugang zu Schule und Ausbildung haben. Freier Zugang bedeutet frühkindliche Förderung ebenso wie ein Studium ohne Studiengebühren. Schulen sollen demokratischer werden. Wir wollen alle Betroffenen am Lehr- und Lernprozess beteiligen. Denn auch hier gilt: Wer Piraten wählt, nimmt Politik in seine eigene Hand. In die eigene Hand des Bürgers wollen wir Piraten auch die Energieversorgung geben. Wir werden Energieversorgung dezentral einrichten. Ein gutes Beispiel für dezentrale Versorgung sind Bioenergiedörfer. Durch den Verbund verschiedener regenerativer Energien
können wir umweltverträglich alle Haushalte versorgen. Wir setzen auf kleinteilige Strukturen. Wir glauben, dass diese mehr Sicherheit schaffen als zentralisierte Großanlagen. Wir wollen die Energiewirtschaft so organisieren, dass Beschaffung, Erzeugung sowie Verteilung möglichst dezentral erfolgen. Wir Piraten treten für die Rekommunalisierung von Stadtwerken ein. Indem wir diese genossenschaftlich organisieren, stärken wir die Mitbestimmung vor Ort. Die öffentliche Hand soll ausschließlich erneuerbaren Strom aus regenerativen Energiequellen nutzen. Wir lehnen Atomenergie ab und wollen so schnell wie möglich aus der Kernkraft aussteigen. Dabei setzen wir auf umweltverträgliche Verfahren. Wir wollen Artenvielfalt erhalten und keine Nahrungsmittel zu Strom verarbeiten. Wir kennen die gesundheitsgefährdenden Folgen des Fracking für die Landschaft und für Grundwasser. Deshalb lehnen wir diese Technologie zur Energiegewinnung grundsätzlich ab. Niedersachsen ist ein Flächenland mit vielen bäuerlichen Betrieben. Wir Piraten wollen eine verantwortungsvolle und ressourcenschonende Landwirtschaft. Wir treten dafür ein, dass mit der Produktion von hochwertigen Lebensmitteln faire Einkommen erzielt werden können. Es ist doch eine gute Idee, die Natur als Lebensgrundlage zu erhalten und einen freien Zugang für jeden Bürger zu garantieren. Der Zugang zu Stränden, Wäldern und Seen muss kostenfrei möglich sein. Zum Schluss noch eine Sache, die uns Piraten sehr am Herzen liegt. Gesellschaftliche Solidaraufgaben müssen keinen Profit abwerfen. Zu diesen Aufgaben gehören neben Bildung, Infrastruktur und Altersversorgung auch das Gesundheitswesen. Geburtshilfe, Krankenversorgung dürfen kein Geschäftsmodell sein. Viele öffentliche Aufgaben wie Verbraucherschutz, Polizei oder Feuerwehr können nicht kostendeckend erbracht werden. Sie sind gerade deshalb Eckpfeiler staatlicher Daseinsfürsorge. Und genau für diese Leistung zahlen wir Steuern. Das sind jetzt nur einige Schwerpunkte aus unserem Programm. Aber alles verbindet die gute Idee, dem Bürger zu helfen, Politik in seine eigene Hand nehmen zu können. Vielen Dank. Torben. Jetzt wird Torben unsere Wahlkampagne vorstellen. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wie gesagt, wir haben als erster Landesverband versucht, unsere bisherigen Programminhalte in eine Kampagne zu gießen. Das haben wir versucht, indem wir diese Punkte nicht nur in unserem Spot aufgreifen, sondern auch in unserer Plakatkampagne. Wir wollen zeigen, dass Piraten ganz normale Menschen sind, die Politik nicht nur machen, sondern dabei Spaß haben, dass wir uns mit Niedersachsen als Land verbunden fühlen, dass wir von hier kommen, uns mit dem Land auskennen. Und deswegen haben wir versucht, unseren Spot einfach mal zu zeigen, dass wir normale Menschen sind. Ich werde Ihnen jetzt den Spot zeigen. Ich hoffe, der Ton ist an. Wahre Freiheit zeigt sich oft in den scheinbar kleinen Dingen. Freiheit bedeutet auch freier Zugang für alle Bürger zum Internet, zur Bildung und zu öffentlich finanzierten Studien. Und natürlich auch den freien Zugang zum Nordseestrand. Eigentlich eine gute Idee. Energie kann man überall gewinnen. Dort, wo sie gebraucht wird. Umweltschonend, regional und dauerhaft aus erneuerbaren Energiequellen. Eigentlich eine gute Idee. Gemeinschaft entsteht durch gemeinsame Werte und Ziele. Jeder ist anders. Und diese Vielfalt macht uns einzigartig. Jeder soll so leben, wie er ist. Eigentlich eine gute Idee. Wissen
ist unser wichtigster Rohstoff. Dieser muss für jeden frei zugänglich sein. Egal woher man kommt, wie viel man verdient oder wie alt man ist. Eigentlich eine gute Idee. Piraten stehen für wahre Freiheit, durchschaubare Politik und echte Demokratie. Wir übernehmen die guten Ideen und wir verbessern sie für jeden Bürger. Piraten in den Landtag, das ist eine gute Idee. Am 20. Januar 2013 Piraten wählen. Somit haben Sie schon... Somit haben Sie schon unseren Kampagnenslogan gehört, das ist eine gute Idee. Meinert hat es ebenfalls mehrfach bereits in seiner Präsentation verwendet. Sie sehen es auf den Plakaten, die bereits hängen. Wir nutzen mit der Domain Ideenkopierer die Idee, die Piratenpartei mit einem neuen Wort zu besetzen, dass wir Ideen nehmen, diese weiterentwickeln und verbessern. Wir haben ebenfalls versucht, in unserem Werbespot unsere Schwerpunktthemen zu setzen, nicht nur die Freiheit, sondern ebenfalls die Partizipation. Alle Personen, die Sie gesehen haben, sind Piraten aus der Partei oder Verwandte von denen. Und wir haben ebenfalls versucht, wie wir dies in die Plakatkampagne bekommen können. Die Plakatkampagne bei uns ist diesmal aber anders geworden, weil wir festgestellt haben in dem Prozess, den wir basisdemokratisch seit Januar vollzogen haben, dass auf Plakaten die Inhalte nicht vermittelt werden können. Und deswegen haben wir gemerkt, dass Inhalte zu reinen Slogans verkommen. Das wollten wir nicht. Und deswegen versuchen wir eher, mit unserer Plakatkampagne zum Nachdenken anzuregen. Wir wollen Menschen wieder dazu bringen, die Wahlprogramme der Parteien zu lesen, die Inhalte zu nehmen, zu bewerten und miteinander zu vergleichen. Und wir wollen auch wirklich, dass die Menschen wählen gehen. Das heißt, wir werden nicht den Fokus bei unserer Plakatkampagne auf uns legen, sondern auf die Wahl als solche. Dies unterstützen wir mit zwei Plakatlinien. Die erste Plakatlinie sehen Sie bereits auf dem großen. Das ist unsere vertrauten Botschaften, die wir bereits in mehreren Wahlkämpfen gehabt haben. Das wäre einmal das Plakat "Vertrau keinem Plakat, informier dich". Und Wahlprogramme lesen, alles andere ist Werbung. Diese Plakate unterstützen unsere restlichen Plakate, mit denen wir versuchen wollen, wie gesagt, eher anzuregen, dass die Menschen sich wieder mit Politik beschäftigen und auch Aufmerksamkeit auf die Politik lenken. Andere Parteien machen es ebenfalls. Wir haben den Vorteil, dass wir anders hinangehen werden. Wir werden Kampagnen nehmen, die bekannt sind und nicht für uns, sondern für Demokratie werben. Dies ist ein Beispielplakat. Ich würde euch bitten, mal kurz aufzustehen. Die weiteren Plakate folgen in echt. Es wurde bisher immer gesagt, wir könnten nichts geheim halten. Uns freut es, dass wir diese Plakate bisher geheim halten konnten. Einmal? Nein, nein. Einfach nach vorne. Willst du wieder mal? Ist okay. Ach so, weil wir versuchen rumkommen. Wir möchten eigentlich zeigen, dass Wahlwerbung auch nur Werbung ist und die Inhalte nicht auf Plakaten möglich sind. Deswegen arbeiten wir mit klassischer Werbung. Sie können sich vorstellen, wie diese Plakate unter anderen Plakaten wirken werden. Und diese unterstützt werden mit unseren eigentlichen Aussagen, dass wir nicht Werbung machen wollen, sondern für Politik einstehen, dass Politik nicht inhaltslos ist und unsere Inhalte in unserem Wahlprogramm zu finden sind. Das ist die Kampagne. Sehen nicht alle. Zu einer Kampagne gehört, dass wir uns noch viel Spielraum lassen. Sie können sich sicher sein, es wird noch genug über die sozialen Medien und auch über die Medien gehen, wo weitere Plakate auftauchen werden. Freuen Sie sich auf einen schönen Wahlkampf. Wir werden Ideen nehmen und mit einer guten Idee in den Landtag einziehen. Ich freue mich. Dankeschön. Damit wären wir am Ende der Redebeiträge angekommen und würden jetzt für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Bernd eigentlich noch. Entschuldigung, ich habe Bernd unterschlagen. Wir werden jetzt...
Na, das ist, spricht letztendlich auch für die Kultur der Piratenpartei, dass sie sich nicht als Aufbauorganisation versteht, sondern als Partei, die in Form von Netzwerken auf Zusammenarbeit und auf Gemeinsamkeit abzielt. Ich kann mein Statement im Stehen geben. Wir haben 4 Landtagswahlen in den letzten 1,5 Jahren erlebt, bei denen die Piraten jeweils mit Bravour in die Landtage eingezogen sind. Das zeugt davon, dass die Menschen in diesem Land einen Politikwechsel wünschen. Sie wünschen sich stärkere Beteiligung an Entscheidungsprozessen, das hat Meinhard sehr eindrucksvoll dargestellt. Sie wünschen sich an politischen Entscheidungsverfahren positiv partizipieren zu können. Sie wollen, dass Politik und Staat für Offenheit, für Transparenz, für Integrität, Korruptionsbekämpfung steht. Und sie wollen, dass der Staat Daseinsfürsorge gewährleistet. Ob nun im Bildungsbereich, in der Gesundheitspolitik oder auch in der Bildungspolitik. Das alles ist gesagt worden. Ich glaube, dass die Piratenpartei es gerade in Niedersachsen auch verdient hat, in den Landtag einzuziehen. Ich bin sehr hoffnungsvoll, dass dies auch gelingt. Denn ja, nur klar. Mit den Piraten wird es zu einem echten Politikwechsel auch in diesem Land kommen. Deshalb freue ich mich auf den kommenden Wahlkampf. Und ich glaube, wir finden hier viele engagierte und zuversichtliche Piraten, die in ganz Deutschland Unterstützung finden. Mein Kollege Johannes hatte das schon gesagt. Und ich freue mich drauf und ich bin zuversichtlich, dass wir es hier in Niedersachsen auch schaffen werden. Danke. Vielen Dank. Nachdem wir jetzt tatsächlich mit den Redebeiträgen zu Ende sind, würden wir für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Ja, bitte. Robert von den Lucius von der FAZ. Streben Sie eine Regierungsbeteiligung an? Wenn ja, welche Parteien sind für Sie koalitionsfähig? Was sind Ihre Lieblingsparteien? Und welche Parteien kommen gar nicht in Frage? Die Frage würde ich weitergeben an Meinhard. Ja, die Frage interessiert die Leute viel mehr offensichtlich von der Presse als uns. Es ist einfach so, wir wollen einen Regierungswechsel. Das ist sozusagen eindeutig. Da stehen alle Piraten dahinter. Ansonsten ist es, glaube ich, mehrheitsfähig, dass wir uns wünschen, so eine Position zu haben, vielleicht wie in Schleswig-Holstein, dass wir wichtig sind, dass wir Einfluss haben können, aber dass wir nicht in Kompromisse einer Koalition gezwungen werden. Und die Reihenfolge von Parteien, irgendwelche, die Sie auf keinen Fall stützen würden bei einer Wahl, wenn Sie entscheiden wählen? Na, also wenn ich sage, ich möchte einen Regierungswechsel, da fallen 2 Parteien doch ganz eindeutig aus, oder? Also ich sehe leider nicht, wer dran ist. Ja, bitte? Wo wird denn der Spot laufen? Ist das vor allem fürs Internet oder auch in anderen Umfeldern? Torben? Der Spot, den Sie gesehen haben, wird der sein, der auf dem öffentlichen Rechtlichen laufen wird. Wir haben das Material der Firma Brainclash bekommen, was ebenfalls unter CC steht, das heißt Creative Commons Lizenz. Und das Material steht frei im Internet für jeden Piraten zur Verfügung, um eigene Spots dann drehen zu können. Das heißt, wir möchten gerade auch die kreative Vielfalt der Piraten nutzen, weitere Spots zu entwickeln, sei es witzig, sei es lustig. Wir können uns noch auf viel freuen, denke ich mal. Ja. Kampagne, weil einige der abgekupferten Firmen sind ja recht humorlos, was ihre Markenname angeht, gerade das Unterschied. Haben Sie das schon mit Ihrer Rechtsabteilung geklärt oder sagen Sie? Torben? Also wir haben mit unserer Rechtsabteilung gesprochen und mit demselben Grinsen, wie ich hier sitze, sitzt auch die Rechtsabteilung da. Und wir werden uns freuen. Ich glaube, die Firmen können auch mehr Humor haben, als wir ihnen immer unterstellen. Nicht? Keine weiteren Fragen? Okay, wenn wir kein... Ah, na, sonst okay. Individuell ja, können wir ja immer. Die letzte Umfrage im NDR hat Ihnen nur noch 3% gegeben. Wie ist denn im Moment so tatsächlich die Zuversicht, dass es doch noch klappt? Also das ist für uns selbstverständlich, für mich selbstverständlich, dass wir einziehen. Umfrageergebnisse schwanken immer.
Wenn wir genau 5 Jahre zurückschauen, dann sind die Umfrageergebnisse auch um dieselbe Prozentzahl immer geschwankt vor der Wahl. Das macht bei den großen Parteien natürlich weniger aus als bei den kleinen. Aber deshalb bin ich ganz sicher, dass wir mit 6% plus in den Wahlkampf, in den Landtag einziehen werden. Weitere Fragen? Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, würden wir diesen Teil jetzt beenden und würden Ihnen dann noch für Einzelinterviews und Fotos zur Verfügung stehen. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Ja. Sie haben draußen noch... Bitte, bevor Sie den Raum verlassen, es gibt eine Pressemappe für Sie. Dort finden Sie auch die Abbildungen unserer Kampagne und den Spot, auch auf einer kleinen Mini-DVD. Also Sie können das mitnehmen. Wir wollten das nur nicht vorher verteilen. Sie können das jetzt gerne mitnehmen am Ausgang. Es ist ausreichend viel dafür da. Bitte schön.